Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spielideen für zu Hause, Baby- und Kleinkinderentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Heute zeige ich euch ein neues Video aus dem Thema Montessori Step by Step, eine Videoreihe, wo ich euch Anleitungen und Tipps gebe, wie ihr mit Montessori zu Hause anfangen könnt. Angefangen haben wir mit der vorbereiteten Umgebung. Die ganzen Videos zu diesem Thema werde ich in der Infobox verlinken. Wir waren bereits in der Küche, wir waren bereits im Flur, wir waren bereits im Wohnzimmer und im Bad. Und heute zeige ich euch das Kinderzimmer. Und ja, das ist das Zimmer. Lasst uns gucken. Beziehungsweise es ist, glaube ich, Tipi-Bett, weil es hat diese Form von einem Tipi-Zelt. Und das ist das Bett, was er selbstständig nutzen kann. Er kann selbstständig ins Bett einsteigen und raussteigen. Und das ist das erste Prinzip, was du bei der Gestaltung eines Montessori-Kinderzimmers beachten sollst, ist, dass das Bett oder dass das Kind selbstständig sein Bett nutzen kann. Das Kind hat die Freiheit, selbstständig aus dem Bett heraussteigen und in das Bett hineingehen, wenn er müde ist und vielleicht schlafen möchte. Normalerweise in einem Montessori-Zimmer würde sogar eine Matratze auf dem Boden ausreichen. Das machen viele am Anfang, eine Matratze auf dem Boden. Wieso? Weil das sehr, sehr sicher ist. Falls das Baby sich nachts bewegt und von der Matratze runterkommt, ist es keine Höhe. Das heißt, das Baby kann sich überhaupt nicht verletzen. So eine Montessori-Matratze auf dem Boden könnte man bereits dem Kind ab Geburt anbieten. Und das machen viele Montessorianer, die würden das Baby ab Geburt an seinen Bett gewöhnen, so dass das Baby bereits weiß, aha, das ist mein Zimmer und das ist der Platz, wo ich schlafe. Das ist sehr wichtig für die Babys, für die Kinder, weil sie ab Geburt diese starke Sinn für Ordnung haben und das ist wichtig für die Kinder, bereits vorbereitete Umgebung zu haben, bereits eine Umgebung zu haben, wo sie wissen, wo das Bett steht, wo werden sie schlafen und wo werden sie gewickelt, wo bekommen sie Mahlzeiten, wo werden sie spielen. Natürlich musste ich sein Bett etwas schmücken und da habe ich diese kleine Laternen gekauft, was wahrscheinlich bereits jedes Kinderzimmer hat, aber ich finde, die sehen sehr süß aus und nachts sieht es wirklich ganz niedlich aus, wenn das Licht an ist. Neben dem Bett habe ich noch diesen Sessel. Dieser Sessel ist da, weil ich Andreas immer noch stille, deswegen nutzen wir diesen Sessel zum Stillmahlzeiten. Und wenn wir fertig mit dem Stillen sind, dann wird der Sessel natürlich sein Zimmer verlassen. Aber momentan ist es praktisch. Und übrigens, als Andreas unruhig war nachts oder mal mittags, nicht einschlafen konnte und meine Nähe gebraucht hat, habe ich mich einfach zu ihm ins Bett gelegt. Und dieses Bett hat es ausgehalten. Also es ist ziemlich robust. Und hier vor dem Fenster hat er eine kleine Spielecke. Das ist eine einfache IKEA-TV-Bank, die wir nutzen seit seiner Geburt eigentlich, wo sein Spielzeug draufsteht. Und jetzt momentan stehen hier vier Beschäftigungen, vier Spielmöglichkeiten für ihn. Und wenn er morgens aufwacht, und er kann natürlich aus seinem Bett selbstständig aufstehen und kann ein bisschen spielen, wenn er möchte, oder tagsüber kommt er in sein Zimmer und spielt, aber meistens spielen wir unten. Ich habe euch bereits das Montessori-Regal im Wohnzimmer gezeigt. Dort teilen meine Kinder dieses Regal. Das heißt, jedes Kind hat jeweils vier Beschäftigungen. Und in jeweiligem Kinderzimmer haben sie auch eigene Aktivitäten, eigene Materialien, mit denen sie spielen. Und das ist das wichtige Prinzip im Montessori, dass man die Spielsachen reduziert. Ich würde sagen, drastisch reduziert und die meisten Spielsachen nicht in der Reichweite des Kindes hat, sondern an einem Aufbewahrungsort. Deswegen ist es ein tolles Prinzip, was man sofort zu Hause umsetzen kann. Und ihr werdet sehen, wie ruhiger euer Kind wird, wie konzentrierter wird das Kind, weil er weniger Spielsachen hat und er kann sich auf die Spielsachen, die er hat, mehr konzentrieren.
Hier haben wir eine kleine Kuschelecke. Das ist eine Ecke, wo das Kind sich entspannen kann, wo das Kind sich zurückziehen kann, wo das Kind sich auch eventuell beruhigen kann. Darüber werde ich in anderen Videos sprechen, zu positiver Disziplin und zu Möglichkeiten, das Kind zu beruhigen. Hier kann Andreas auch Bücher lesen. Wir haben hier in der Nähe Bücherregal, wo er seine Bücher hat, oder wir lesen das gemeinsam. Dieses Kissen ist aus IKEA. Früher war dieses Kissen im Zimmer meiner Tochter. Ich habe übrigens auch eine Zimmertour gemacht. Das verlinke ich auch unten bei Interesse, falls ihr ein Mädchen habt oder andere Ideen haben wollt. Das Zimmer von meiner Tochter haben wir momentan umgestaltet. Sie hat eine kleine Sofa bekommen. Und das Kissen, das in der Kuschelecke bei meiner Tochter war, ist jetzt in der Kuschelecke von Andreas. Was wir noch hier haben, ist Alexa. Inzwischen haben wir Alexa in jeweiligem Kinderzimmer, weil unsere Kinder besonders gerne die Musik von Alexa hören. Die können inzwischen Alexa auch selbstständig bestellen, und zum Einschlafen nutzen wir die Einschlaflieder. Annabelle kennt inzwischen alle Lieder auswendig. Und sie schlafen einfach besser und schneller mit diesen Liedern ein. Deswegen, falls du Alexa hast, das kann ich auch in der Infobox verlinken, was für eine Playlist wir hören. Das hier ist das Bücherregal. Hier hat Andreas seine Bücher. Und hier seht ihr bereits das nächste Prinzip, Montessori-Prinzip, was ihr beachten könnt, wenn ihr euer Kinderzimmer nach Montessori gestaltet. Und zwar, alle Bücher, die das Kind hat, müssen so ausgerichtet sein, so dass das Kind auch sieht, was das für ein Buch ist. Die Bücher nach Bücherrücken zu sortieren, wird dem Kind große Schwierigkeiten bringen, irgendwie sich da zu orientieren und zu verstehen, welche Bücher hat es überhaupt. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, oder sogar, ja, das ist das Prinzip, was man immer nutzt in Montessori Kinderzimmer, alle Bücher stehen so. Und inzwischen gibt es bei IKEA und, ich weiß nicht, in anderen Möbelgeschäften solche Leisten, wo man die Bücher auch so hinstellen kann. Es sieht auch schön aus, finde ich, ja, das sieht ja irgendwie bunt aus. Und das Kind kann sich wirklich gut orientieren in dem, was er hat. Natürlich gilt hier das gleiche Prinzip wie bei dem Spielzeug. Nicht viel. Weniger ist mehr. Also meine Kinder wachsen zweisprachig auf, und deswegen haben wir irgendwie jetzt in jeweiliger Sprache noch verschiedene Bücher. Es muss wirklich nicht so viel sein, maximal 6 bis 8 Bücher auf einmal, und das ist das gleiche Prinzip. Alle anderen Bücher, die du hast, räum einfach weg. Und rotiere das eigentlich, tauscht das immer wieder aus. Nach einer Woche, nach 2 Wochen, du merkst, das Kind hat kein Interesse mehr an diesem Buch. Das Kind fasst dieses Buch nicht mehr an, interessiert sich dafür nicht. Nimm das raus, bring ein neues Buch. Und so kann immer wieder so ein Austausch stattfinden. Und das Kind hat immer Interesse daran, was er gerade jetzt momentan an seinem Regal hat. Und ja, und so spürst du auch, welche sensitive Periode das Kind hat. Wenn das Kind sich irgendwie für, also wir interessieren uns jetzt für Töpfchentraining, deswegen haben wir auch dieses Buch hier. Und Autos ist auch immer ein großes Thema für Andreas, deswegen hat er auch dieses Buch hier. Und momentan ist es jetzt das Polizeiauto, es wird überall auf der Straße gefunden, und deswegen haben wir entsprechend das Buch hierfür. Neben dem Bücherregal haben wir dieser Metermaß, um die Größe zu messen, haben wir vor kurzem angebracht, und wir müssen zumindest den ersten Strich machen, haben wir immer noch nicht gemacht. Und man kann wohl auf diesem Papier hier drauf schreiben und das Alter angeben, wenn man gemessen hat. Hier in der Ecke steht ein Kinderschrank. Dieser Kinderschrank ist auch aus IKEA. Ich finde ihn sehr praktisch, weil das Kind selbstständig den Schrank aufmachen kann. Hier sehen wir noch ein Montessori-Prinzip. Und zwar, alles, was das Kind in seinem Zimmer hat, muss das Kind auch entsprechend nutzen können. Und das Gleiche gilt auch bei dem Kinderschrank, Kleiderschrank. Das heißt, das Kind soll auch selbstständig den Kleiderschrank aufmachen können. Das Kind soll auch selbstständig seine Kleidung aussuchen können. Und hier gilt wieder das Prinzip, weniger ist mehr. In diesem Kleiderschrank hängt nicht so viel. Das ist beabsichtigt, weil das Kind wiederum die Auswahl nicht treffen kann, wenn er vor 5 oder 10 verschiedenen Kleidungsstücken steht. Wenn das Kind mit vielen Kleidungsstücken konfrontiert ist, kann er sich nicht orientieren und kann keine Entscheidung treffen.
Am besten für so ein Kleinkind, gebt ihm einfach eine Möglichkeit aus zwei verschiedenen Kleidungsstücken. Ihr könnt auch die Outfits auf dem Boden auslegen, das machen wir auch gerne, wo ich die Outfits zusammenstelle, was natürlich wetterentsprechend ist, und Andreas sucht sich eins davon aus. Oder er kann natürlich auch den Schrank aufmachen und sagen, nein, er möchte jetzt zum Beispiel dieses T-Shirt anziehen. Natürlich braucht es Vorbereitung seitens Eltern, ja, die diesen Schrank quasi vorbereiten. Fast jeden Tag, je nachdem wie das Wetter ist, schaue ich nach dem Wetterbericht und gebe ihm entsprechend die zwei Alternativen. Dieser Bereich ist mein Bereich, er sieht diesen Bereich nicht. Alles, was er sieht, ist hier unten und da passiert nicht so viel, damit er einfach diese Freiheit hat, die Entscheidung zu treffen und einfach nicht überfordert wird. Es ist auch sehr wichtig, dem Kind die Möglichkeit zu geben, Entscheidungen zu treffen. Auch in solchen Kleinigkeiten. Das bestärkt ihren Willen, besonders in dem Alter wie jetzt Andreas, der ist jetzt 18 Monate alt. Und im Falle der Kleidung ist es ja perfekte Möglichkeit, diese Alternativen dem Kind anzubieten und das Kind hat Gefühl, es hat eigenständig entschieden, was er heute anzieht. Das hat ein Gefühl der Selbstsicherheit, er hat das Gefühl der Entscheidungsfreiheit und man hat viel weniger Konflikte mit dem Kind, besonders in diesem komplizierten Alter. Zu diesem Thema werde ich noch andere Videos drehen. Momentan sind wir in dem Kinderzimmer noch und ich habe euch einfach gezeigt, wie wir den Schrank von Andreas organisiert haben. Nach Montessori könnte man auch einen offenen Schrank haben. Man könnte einfach überlegen, dass man einfach so ein Hängeregal anbringt und wiederum ein paar Kleidungsstücke aufhängt, so dass das Kind das auch gleich sieht. Sich selbstständig anzuziehen, brauchen wir auf jeden Fall Spiegel, einen Ganzkörperspiegel, wo das Kind sich auch komplett sehen kann und sehen kann, was er gerade da tut. Oder sehen kann, wie ihr, wie Mama ihm die Kleidung anzieht, dass er diese Reihenfolge versteht, verinnerlicht. Und später selber trainieren kann und sich im Spiegel sehen kann. Deswegen findest du fast immer in einem Montessori-Kinderzimmer einen Ganzkörperspiegel. Am Anfang liegt der Spiegel horizontal so, dass das Baby sich im Spiegel sehen kann, wenn das Baby auf dem Boden liegt, auf der Krabbeldecke liegt. Und später, wenn das Baby läuft und aufsteht, kann man den Spiegel vertikal einrichten. Wenn ihr ein Mädchen habt, könnt ihr natürlich überlegen, in der Nähe von dem Spiegel ein Regal anzubringen, wo sie ihr Kamm oder ihre Haargummis und Sachen für die Haare aufbewahren kann, so dass sie sich morgen auch entsprechend richten kann vor dem Spiegel. Wichtig ist auch, dem Kind anzubieten, ein Körbchen oder ein Behälter, wo das Kind seine schmutzige Wäsche reintun kann. In jeder Hinsicht unterstützt ihr einfach die Selbstständigkeit des Kindes. Wir haben einen kleinen Rundgang gemacht. Ich habe euch die Prinzipien genannt, die wichtig sind, wenn man ein Kinderzimmer nach Montessori gestaltet. Das waren eigentlich die meisten Punkte, die man beachten kann, wenn man ein Zimmer nach Montessori einrichtet. Ich wünsche euch an dieser Stelle alles Gute, gutes Gelingen. Bei Fragen schreibt mir bitte gerne in die Kommentare und wir sehen uns nächste Woche bei dem nächsten Video.